Marie Pschmiller ist bei mir im Studio. Das Impftempo, Marie. Israel, Großbritannien, Malediven, Seychellen, Vereinigte Arabische Emiraten. Und Professor Lothar Wieler sagt heute, er ist stolz darauf, dass 5% sich von 84 Millionen im Moment haben impfen lassen. Also, ich komme da nicht mehr mit. Ja, aber es geht trotzdem. Also man kommt mit dem Tempo voran. Klar, der internationale Vergleich ist natürlich schwierig. Die Grundlagen waren ja aber auch unterschiedlich. Wir haben ja nun mal mit der EU zusammen eingekauft. Aber gucken wir uns das mal an. Wie hat sich das entwickelt? Also die Tagesquoten bei den Impfungen in den letzten Wochen und mittlerweile muss man ja wirklich sagen Monaten. Und man sieht schon, dass da ordentliche Steigerungsraten drin sind. Also vor allem, wenn man den Unterschied sieht, was Sie hier nämlich in dunkelblau erkennen, das sind die Erstimpfungen. Und man sieht ganz gut, also ungefähr ja, 4., 5. Februar kam von Jens Spahn die Ankündigung, dass man jetzt mal ein bisschen pushen will, dass man also letztendlich vor allem auch die Impfungen, die von AstraZeneca kommen, dass man die komplett erstmal als Erstimpfung auch verimpft und nicht mehr in den Kühlschrank legt, um zu warten, bis dann irgendwann die Zweitimpfung fällig war. So war das am Anfang nämlich noch. Und deswegen sieht man ganz gut, dass mittlerweile also sich dieses Verhältnis umgekehrt hat. Also deutlich mehr Erstimpfungen stattfinden als Zweitimpfungen. Und der bisherige Rekordtag, das war also der 2. März, 153.000 Erstimpfungen, knapp 55.000 Zweitimpfungen. Und dieses Tempo, das will man jetzt auch noch mal verdoppeln. Könnte sogar gut sein, dass das funktioniert, denn man will ja die Struktur ein bisschen ändern. Man kriegt mehr Impfungen, generell mehr Lieferungen und vor allem die Hausärzte, die sollen ja dann spätestens ab April ins Spiel kommen. Und da war immer die Frage, warum nicht jetzt? Und da hat der Gesundheitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann, noch mal eine Rechnung eben gerade aufgemacht. Und da will ich Ihnen auch nur mal ein Beispiel sagen, wenn immer gesagt wird, warum geht ihr nicht jetzt schon stärker in Hausarztpraxen? Wir haben in Nordrhein-Westfalen 11.000 Hausarztpraxen. Wenn ich jeder Hausarztpraxis sage, impfen wir bitte in der Woche 100 Menschen, das ist ja nicht viel, dann brauche ich dafür 1,1 Millionen Impfdosen. Und die habe ich zurzeit schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen sind natürlich Impfungen zurzeit eher immer in etwas größeren Einheiten zu organisieren. Er sagt es, bislang gab es gar nicht so viele Impfungen. Deswegen gucken wir uns auch mal an, denn auch in den Bundesländern geht man sehr unterschiedlich voran oder kommt unterschiedlich voran, auch was das Tempo angeht. Man sieht das hier ganz gut. Ich habe jetzt hier mal mitgebracht Erstimpfungen, also Prozente. Wir sehen also ganz vorne, die Nase hat aktuell Bremen und auch das Saarland. Da sind also 6,1% der Bevölkerung aktuell mit einer Erstimpfung versorgt. Schlusslicht ist hier ganz klar Brandenburg, 4,7%. Und wenn wir jetzt gucken, zum Beispiel Thüringen war ganz zu Anfang auch groß in der Kritik. Die kamen gar nicht aus dem Quark. Mittlerweile liegen die aber auch an Platz 3, 6%. Also da kann sich auch immer noch mal einiges drehen. Und wenn wir jetzt noch mal gucken, bundesweit ist also der Schnitt bei 5,5. Und wir gucken, 6,8 Millionen verabreichte Dosen. Wir haben inzwischen bekommen an Lieferung 10,3 Millionen Dosen. Das heißt, von denen wurden auch erst gerade mal 65% verimpft. 35 liegen also noch in den Kühlschränken. Da sind wahrscheinlich auch die Termine bei einigen schon vergeben. Aber da sieht man eben auch, also das Potenzial, vor allem wenn man eben die Erstimpfungen voranbringen will, dann kann man schon auch noch mal weiter beschleunigen. 2,7% sind mittlerweile vollständig mit den zwei Dosen geimpft. Das ist in der Tat noch nicht so viel. Und da gibt es eben auch international noch einige, die die Nase vorn haben. Ja, zu den 2,7% gehören allerdings meine beiden Eltern. Oh, Glückwunsch. Ja, 90, kaum, keine Reaktion, gar nichts. Super. Sehr schön. Marie, danke.